Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Layers of Fear. Und wir stehen hier noch im Badezimmer. Haben ja ein bisschen einen kleinen Tauchgang gemacht, ja, Tauchschein gemacht in der Badewanne und so. Echt eine ziemlich tiefe Badewanne, ja. Und jetzt geht's hier erstmal wieder raus, hoffe ich. Oh, und wir sind zurück in unserem Atelier. Ja, denkst du, Pustekuchen. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir wegen dem ein paar Sekunden noch eine neue Folge angefangen hätten. Okay, wir haben hier wieder das Schach- bzw. Damespiel. Da habe ich wieder einen Stein. Da habe ich jetzt auch schon ein paar. Also beim letzten Mal, in irgendeiner der letzten Folgen, waren es auch schon zwei oder drei Stück, die wir da aufgehoben haben. Ich meine, hier liegen genug rum. Ja. Es ist ziemlich... Hier. Machen wir den nächsten. Ja. Okay, ich habe das Gefühl, ich soll mich da hinsetzen und spielen. Tatsächlich. Oder nicht? Hier fehlt auch ein Stein. Ja, keine Ahnung, ob wir hier irgendwas machen müssen. Oder ob wir einfach gehen. Können wir uns hier noch umschauen? Nee, ne? Ist das Kinderzimmer? Was zum Geier? Ich will jetzt gar nicht gucken, was da jetzt vielleicht gerade passiert oder gleich passiert. Was war das? War das eine Katze? Oder eine überdimensionale Ratte? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, irgendwie... Ich hab keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Ich bin echt auf das... absolute Finale von dem ganzen Game hier gespannt. Wo kommt der Wind her? Und warum? Ist kein Wind. Okay. Also es geht hier scheinbar um dieses Spiel. Ich weiß aber nicht, wer... Was war das? Der ging doch auch schon mal besser. Hallo, könnt ihr das mal abstellen? Muss ich hier irgendwas machen? Oder? Wahrscheinlich muss ich hier noch den nächsten Stein irgendwie finden oder so. Bei all dem Zeug.
Hä? Da ist er. Okay, dann wieder, wahrscheinlich wieder hier raus. Ja, so ist es. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Und ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Bammel davor, mich jetzt überhaupt zu bewegen. Wenn ich das überhaupt kann, ich weiß gar nicht. Doch, ich kann es. Das hier ist aber auch das Einzige, was ich sehe. Also müssen wir da wohl mal drauf zu. Okay, da geht's weiter. Da haben wir wieder ein Bad. Äpfel in der Toilette. Also ich habe gerade das Gefühl, wir durchleben jetzt gerade nochmal den kompletten Part, der bisher also war. Also alle Räume, alles, was wir so bisher durchgemacht haben, dass wir das jetzt hier nochmal erleben oder nochmal durchgehen. Also Stück für Stück zumindest, so teilweise halt. Natürlich nicht alles. Ne, die Lampe lassen wir an. Die machen wir nicht aus. Kommt überhaupt nicht in Frage. Wow, 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 wow. Nur ein Ball. Hier oben liegt der Stein. Okay, dann Abmarsch. Wahrscheinlich wieder hier hin, ne? Nicht? Fehlt noch was? Fehlt noch irgendwas? Scheinbar. Hier liegt noch einer. Was zum Geier war das? Ein Zug? Oh, hier hat sich's aber ganz schnell verändert. Da. Gut, okay, dann ja, wohl ab in die Küche. Da haben wir schon den ersten, okay. Okay, was ist das hier? Das ist wieder dieses Bild. Ist das... Stellt das Bild möglicherweise mich, also den Charakter, den ich spiele, da und das die Frau? Kann das sein? Das ist potenziell möglich, denke ich.
Hä, den habe ich doch gerade weggenommen. Oh. Hier liegt. Was ist das? Ein Puppenhaus im Kochtopf oder was? Was ist das? Das ist vielleicht zum Beschweren der Waage, weil das ist doch ein Gewicht oder sowas, oder? Ah, tatsächlich. Okay, jetzt kann ich wohl wieder hier raus. Oh, ganz schön viele Steine. Okay, das Spiel geht weiter. Und nun? Okay. Das Gemälde. Oh, die Kerzen hier an, genau. Sehen wir wenigstens was. Okay, jetzt müssen wir... Hä? Okay, jetzt wird auch noch Klavier gespielt dabei. Wunderbar. Ganz toll. Wie komme ich hier durch? Kann ich da irgendwo anders hin und... Hier kann ich auch nicht durch, ne? Hier auch nicht. Ich kann nur hier durch. Man muss doch hier irgendwo... Auch dieser komische Stein dann sein, oder? Weil... Kann ich hier irgendwie vorbei? Nee, ne? Das geht nicht! Ah. Nee, doch nicht. Das ist kein Stein. Oh, dieses Klavier macht mich verrückt hier gerade. Was ist dann schon hier? Aber da muss doch auch irgendwo hier der Stein sein oder so. Was ist das? Ach, ein Teddy. Bär. Sind drei Hocker hier? Wow, 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 wow. Jetzt wieder im Atelier? Ich verstehe gar nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Okay, dann klicken wir mal. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Ich kann nicht so weit zurück, verdammt. Okay. Yes! That's it! It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please! So close! This time, I almost had it!
Okay. Er scheint schon ziemlich lange zu versuchen. Das ist ganz normales Kinderzimmer. Bilder hier drin, aber das sind jetzt nicht die, die wir vorhin gesehen hatten. Das Büro. Okay. Hier kamen wir hoch. Hier ist alles zerstört. Hier ist wieder abgeschlossen. Hier ist mit Ketten verschlossen. Hier ist wieder alles so, wie es am Anfang war. Sind das Duftbäume, die hier hängen? Da möchte ich gar nicht wissen, was hinter der Mauer ist. Badezimmer. Aber hier ist zu. Das ist, glaube ich, eigentlich das Atelier. Irgendwas sagt mir, dass das hier noch nicht zu Ende ist. Hier ist ein Schlüssel. Das müsste der ins Atelier sein. Dann gehen wir doch einfach mal runter, gehen in das Atelier hinein. Dann bin ich eigentlich schon gespannt, was uns da jetzt gleich erwartet. Zumindest die gleiche Story. Das hier. Tief durchatmen. Denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? Ja, alles weg. Ich weiß, wie du dich fühlen musst, verloren, alleine, hoffnungslos. Wahrscheinlich verdienst du das. Doch selbst für dich, es gibt noch einen Ausweg, einen Weg, um alles zurückzubringen. Das einzige Ding von Wert, das du jemals wirklich begehrt hast. Beende es. Ja. Beende es. Was für uns möglicherweise so viel heißt wie... Beginne von vorne. So habe ich zumindest langsam das Gefühl hier. Also. Nicht für das Spiel hier, aber bei uns ja immer noch eigentlich die letzte Tür hier so wirklich fehlt. Die haben wir ja noch gar nicht aufgemacht. Ja, hier, das haben wir alles. Zack, zack, zack. Oh, was haben wir hier noch?
Also, ja. Eine Tür haben wir hier. Ja, Stifte, ne? Die werden wir brauchen, glaube ich. Kleines Kistchen. Beutel. Ja, und dann jetzt mal ab zur Tür. Immer noch abgeschlossen. Hä? Ach nein. Jo. Und das war Layers of Fear. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel hat mich schon mitgerissen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es waren ein paar richtig gute Schocker mit dabei. Vor allem dann, wenn man eigentlich gar nicht mitgerechnet hat. Ein paar kleine Dinge mit dabei, wo man kurz zusammengezuckt ist vielleicht. Vom Ende selbst bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe da jetzt mehr erwartet. Vielleicht waren die Erwartungen auch ja, zu hoch dann von meiner Seite. Ein bisschen mehr habe ich erwartet. Ansonsten muss ich aber sagen, insgesamt macht das Spiel richtig, richtig Laune. Ich finde die Grafik sehr nice gemacht, die Effekte sehr, sehr gut gemacht. Auch von den Sounds her zur richtigen Stelle sind die passenden Sounds da. Ist richtig, richtig cool. Ja. Ich habe jetzt mit bei Aufnahme von der letzten Folge hier überhaupt keine Ahnung, wie viele Folgen das ist jetzt insgesamt geworden sind. Layers of Fear. Lass mich nicht lügen. 12 oder 13 Folgen müssten es jetzt sein. Ich habe es gerade überhaupt nicht auf dem Schirm. Jetzt gerade im Moment. Ja, wenn ihr sowas in der Richtung öfter sehen wollt bei mir auf dem Kanal, so aus dem Horror-Genre ein bisschen, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Vielleicht auch mit einem Vorschlag, was ihr so denkt, was ihr so an Vorschlägen habt von Games. Dann werde ich mich damit mal beschäftigen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, nicht nur diese Folge, sondern vielleicht auch die ganze Serie, dann lasst einen Daumen hoch da. Vielleicht auch ein Abo. Würde mich, habe ich gerade gesagt, Abo? Ein Abo? Ja, würde mich total drüber freuen. Schaut auch bei meinen anderen Videos mal rein. Ja, zusammen auch mit Kevin, mit Kicks teilweise auch. Bei 7 Days beispielsweise. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei einem anderen Video, hoffe ich doch. Macht's gut, ciao.